Herzlich willkommen beim heutigen Erfolgstalk. Wir sind heute in einer etwas anderen Runde als sonst, aber ich möchte natürlich trotzdem oder gerade deswegen euch auch nochmal vorstellen, mit was für großartigen Menschen wir hier heute wieder am Start sind. Ladies first wie immer, deswegen starte ich auch direkt mit unserer wundervollen Nana Pfeiffer. Nana ist, glaube ich, inzwischen seit 15 Jahren, auf jeden Fall seit langer, langer Zeit Coach für persönliche Veränderungsprozesse, für Durchbrüche, für Erfolge, also vor allem persönliche Veränderungsprozesse im Beruf, auf das berufliche Vorankommen sozusagen. Ja, also wie kann ich mein Mindset verändern, mich positiv ausrichten, mich an den Zielen ausrichten, zu denen ich hinkommen möchte, um auch wirklich zu diesem Erfolg zu gelangen. Und war jetzt ein Jahr mit ihrer Familie auf Weltreise, ist aktuell für einen kurzen Zwischenstopp auch mal wieder in Deutschland und arbeitet aktuell auch als Consultant am Proctor Gallagher Institute und hilft dort den Teilnehmern des Programms von Bob Proctor als Coach, das Programm von Bob Proctor zu durchlaufen. Wer Bob Proctor nicht kennt, recherchieren und googeln, einer der weltweit erfolgreichsten, bekanntesten, größten und besten Erfolgsmentoren, also wirklich einer der ganz, ganz großen, und ja, da begleitet Nana aktiv durchs Programm. Dann gehe ich jetzt mal einfach im Alphabet weiter. Ist heute der wunderbare Bastian Hughes bei uns, der die zweite Hälfte der Berufsoptimierer ist. Ansonsten haben wir immer seine wundervolle Kollegin, die Katja Michalik, hier. Und ihr guckt hoffentlich auch alle den Podcast oder hört den Podcast der Berufsoptimierer und werdet Bastian natürlich daher kennen. Und Bastian ist genau wie Katja mit Passion und Leidenschaft dabei, Menschen zu ihrem Traumberuf zu helfen, zu gucken, was sind ihre Talente und wie können sie diese am allerbesten in ihrem Beruf manifestieren und was passt am besten zu ihnen. Deswegen ist Erfolg, beruflicher Erfolg, auch eins der Themen, ja, für die Bastian brennt, in denen Bastian wie der Fisch im Wasser sozusagen sich tummeln kann. Und deswegen freue ich mich, dass er heute auch mit dabei ist. Cool, dass du da bist. Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf. Aber sehr gerne. Und unser One and Only Sales Coach und Train Different Sales Coach Stefan Rappenglück, der mit seiner Sales Revolution gerade die Welt des Verkaufens total revolutioniert und sagt, hey, lass uns einfach mal wieder von Mensch zu Mensch connecten und nicht an irgendwelchen starren Ideen vom Verkauf festhalten, sondern wirklich mal gucken, was brauchst du gegenüber denn und wie kann ich dir denn wirklich helfen und wie können wir eine Verbindung herstellen und einfach ja, uns wieder gut connecten. Und das betreibt Stefan selber mit extrem großem Erfolg, macht gerade eine Roadshow durch komplett das deutschsprachige Gebiet mit seiner Sales Revolution und hilft anderen Leuten natürlich auch dadurch, dass sie sich und ihre Produkte besser verkaufen, in ihrem beruflichen Umfeld deutlich erfolgreicher zu sein als ohne Stefan. Von daher auch ein ganz wichtiger Teil hier unseres Erfolgstalks. Wie wunderbar, dass auch du wieder mit dabei bist, lieber Stefan. Danke dir. Und gemeinsam wollen wir heute so ein bisschen dieses großartige Programm von Bob Proctor, über das ich gerade gesprochen habe, aus verschiedenen Perspektiven so ein bisschen beleuchten. Also wir wollen einfach mal mit Nana zusammen angucken, wie kann dieses Programm uns dabei unterstützen oder also was meinen auch Menschen, die selber sehr erfolgreich unterwegs sind, wie auch Bastian und Stefan, was so ein Programm können, soll, können muss, können darf, um Menschen wirklich erfolgreich zu machen. Und was kann uns Nana einfach auch über dieses Programm verraten, damit wir ein gutes Gefühl bekommen, wie uns dieses Programm erfolgreich machen kann. So, jetzt poppt bei mir irgendwas im Hintergrund auf, deswegen mache ich erstmal Facebook gerade aus und übergebe direkt mal an dich, liebe Nana. Vielleicht erzählst du uns einfach mal ein bisschen über das Programm, sodass wir direkt mit Fragen reingrätschen können. Ja, gerne. Ich freue mich schon sehr auf die Interaktion. Erstmal freue ich mich sehr, hier zu sein. Und das stimmt nicht ganz, ich bin nicht seit 15 Jahren als Coach tätig. Ich bin so vor 16 Jahren, habe ich angefangen, selber Seminare zu machen und Coachings zu machen und bin so in das Feld von Persönlichkeitsentwicklung reingeschnuppert und habe einfach war völlig, völlig fasziniert. Und das mache ich jetzt seit dieser langen Zeit. Und dann seit 8 Jahren dann auch selber als Coach, wo ich Menschen helfe, dann ihre Ziele zu erreichen. Und schon ganz, ganz lange bin ich immer wieder auf der Suche, wie können Menschen das Leben leben, was sie wirklich leben wollen, wo man merkt, dass sie aus sich heraus brennen und nur nach vorne wollen. Und
dann auch den Weg? Und wie können das Menschen machen, dass sie auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, dass sie sich wirklich verstehen, wie funktioniert Kommunikation, dass wir wirklich ja, richtig, richtig miteinander kreieren, sowohl na, mit Freunden und so weiter. Und das begeistert mich mein ganzes Leben lang. Und ja, und dann habe ich immer wieder geguckt, was sind so die besten Menschen, von denen ich lernen kann. Und bin über verschiedene Phasen, über NLP ganz, ganz intensiv eingestiegen und verschiedene andere Coaching-Ausbildungen und habe gemerkt, wie einfach diese Toolbox immer größer geworden ist. Und selbst bei den NLP-Ausbildungen, die ich selber angeboten habe, habe ich gemerkt, es geht mir nicht darum, NLP auszubilden. Es geht mir darum, dass jemand weiß, wer er ist und diese Ziele erreicht. Und dann habe ich bei mir selber gemerkt, dass wenn ich große Ziele hatte, dass ich ja gezögert habe, die umzusetzen. Und dass ich eigentlich gemerkt habe, ich hätte ja viel schneller gehen können. Ich weiß ja eigentlich, was man macht. Ich weiß ja theoretisch, was ich umsetzen muss, damit ich mein Ziel erreiche. Aber warum mache ich es denn nicht? Aber ich weiß doch, dass es gut ist. Aber warum mache ich es denn nicht? Und vor 4 Jahren hat mein damaliger Freund, mein jetziger Mann, mir gesagt, guck mal, ich habe hier ein Programm, das will ich gerne mit dir zusammen machen. Und dieses Programm heißt Thinking into Results, also Denke in Ergebnissen. Und dann haben wir uns nach Italien begeben und haben dort einen Urlaub gemacht und haben dieses Programm begonnen. Und dann habe ich dieses Programm durchlaufen und habe zum ersten Mal einen riesengroßen Durchbruch erlebt, sodass ich richtig gut leben konnte von meinem Job und dass ich begonnen habe, um die ganze Welt zu reisen, dass ich angefangen habe, Trainings und Seminare zu machen in Europa über Kommunikation, über Persönlichkeitsentwicklung und dass sich sehr, sehr viele Ereignisse ja, entwickelt haben, von denen ich vorher nur geträumt habe. Und ja, und dann waren so intensive NLP-Ausbildungen und dann bin ich wieder aufmerksam geworden auf dieses Programm und habe gemerkt, das ist so machtvoll, ich möchte gerne mehr. Und dann haben wir ein Seminar gemacht. Und dann haben Christian und ich uns gemeinsam entschieden, okay, wir wollen gerne dieses Coaching, was wir selber gemacht haben, mitnehmen, aufnehmen in unser Portfolio. Und letztendlich ist es ein 6-Monats-Prozess, wo man mitgenommen wird in jemanden, der schon ein Ziel hat, das wirklich glasklar zu machen und nicht nur, was glauben wir erreichen zu können, sondern das ist, was du wirklich willst. Weil letztendlich bei Erfolg gibt es verschiedene Phasen. Und viele Menschen fangen mit dem Wie an. Wie kann ich was erreichen? Okay, ich habe da eine Idee, aber wie kann ich das denn umsetzen? Aber das ist im Prinzip ein Stolperstein, weil wir dann niemals wirklich da ankommen, was ist es denn? Das heißt, als erstes ist es wichtig, was will ich? Was genau will ich? Und dann gibt es 3 verschiedene Arten von Zielen. Und es gibt Menschen, die setzen sich Ziele, wo sie schon wissen, wie sie es erreichen können. Und dann gibt es Menschen, die setzen sich Ziele, wo sie glauben, dass sie es erreichen können. Und nur sehr, sehr wenige lassen alles außen vor, was andere über sie glauben und finden heraus, okay, egal, ich habe keine Ahnung, wie ich es erreichen kann, aber das ist das, was ich wirklich will. Und dann können wir loslegen. Und dieses Programm nutzen Menschen, die von 200.000 im Jahr auf 1 Million gegangen sind und weiter. Einer meiner Mentoren ist jetzt bei 15 Millionen im Jahr und geht jetzt auf 1 Milliarde im Jahr. Und das sind so Dimensionen, die für mich früher undenkbar waren. Aber jetzt lerne ich immer mehr Menschen kennen, die diese Sprünge super schnell gemacht haben. Und wo ich merke, okay, vielleicht darf ich mein Denken neu ausrichten und einfach mal hinhören, wie denken diese Menschen, wie handeln die und so weiter. Und wie setzen die ihre Prioritäten? Und da genieße ich gerade sehr diese Zusammenarbeit mit meinen Mentoren, mit denen ich ja fast jeden Tag zusammenarbeite. Und auch, wie gut dieses Programm ist. Weil Bob Proctor ist jetzt schon über 84 Jahre alt oder ist jetzt genau 84 Jahre alt und hat diese Erfolgsgesetze, wie Leben funktioniert, seit über 58 Jahren studiert. Und ich merke einfach, dass sehr erfolgreiche Menschen genau das Programm nutzen, um ihren nächsten Quantensprung zu machen. Und er selbst jeden Tag das studiert und da habe ich gemerkt, wow, so viel Fülle, so viel Weisheit, so viel steckt da drin, dass ich mit meinen paar 8 Jahren Coaching-Erfahrung kann ich zwar schon eine Menge tun, aber da steckt so viel mehr drin und das möchte ich gerne ja, mit nutzen, dass er der Lehrende ist und ich bin diejenige, die in dem Prozess dabei ist und unterstützt und da noch tiefer in die Materie reingeht mit jedem Einzelnen.
Sehr, sehr cool. Wir haben ja hier auch wirklich, also Stefan, du bist ja auch zum Beispiel ein mega Überflieger mit dem, was du da gemacht hast, mit deiner Sales Revolution, hilfst Menschen auch. Kennst du Programme von Bob Proctor, beziehungsweise hast du dich mit Bob Proctor, also ich sehe, du hast da hinten so richtig viel in deinem Regal stehen. Ich würde mich fast wundern, wenn er da nicht da ist, aber um meinen Satz zu Ende zu machen, kennst du Bob Proctor? Kennst du das Programm? Hast du das Gefühl, das wäre was gewesen, was dir an irgendeinem Punkt in deiner Laufbahn auch nochmal so eine richtige Unterstützung hätte geben können? Ich kenne ihn tatsächlich nicht und ich habe mich auch mit ihm tatsächlich noch bisher noch überhaupt nicht beschäftigt. Klingt aber auf jeden Fall interessant und ich glaube, es könnte für die Menschen interessant sein, die sich gerade unglaublich schwer tun, dass sie dieses Thinking Big halt wirklich haben. Ne? Das waren bei mir eher so diese Leute wie Brian Tracy und so, mit denen ich mich damals halt deutlich mehr noch beschäftigt hatte. Also Bob Proctor hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm gehabt, aber es scheint wirklich ein spannendes Programm zu sein. Aber wie gesagt, ich selber noch keine Erfahrung damit. Und nein, ich habe noch kein Buch hier stehen. Ich schande über mein Haupt. Das müssen wir sofort ändern. Ich würde sagen, also ich glaube, so aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass er wirklich so zu den 5 weltweit größten, aber das ist, also ich merke aber, dass auch ganz viele wir Europäer, wir Deutschen einfach gar nicht so an diesen Amerikanern ausgerichtet sind, ne? Sondern wir sind einfach hier in unserem deutschen System. Aber da, ja, da lohnt es sich ja immer total hinzugucken. Ich meine, Brian Tracy ist auch genial, mit dem habe ich ja auch schon gearbeitet oder hatte auch schon die große Ehre. Aber die Jungs drüben über den Teich sind uns ja doch immer so ein paar Jahre voraus. Und es ist natürlich genial, wenn ich Nana höre, die sagt, dass Leute in diesem Programm sind, die von 100.000 auf 1 Million hochgehen, dadurch, dass sie mit diesem Programm arbeiten oder von 15 Millionen auf 1 Milliarde. Was sind das für krasse Sprünge, ja? Und das ist natürlich, ja, völlig, tatsächlich auch für mich noch völlig außerhalb der Dimension, in der ich rumdenke, sondern wir gehen, naja, wir nähern uns dem einfach mal so Stück für Stück, ne? Kennst du denn Bob Proctor und hast du da schon irgendeine Assoziation zu? Tatsächlich ist ja meine Geschäftspartnerin, die Katja, die heute nicht dabei ist, ein Riesenfan von Bob Proctor. Und die hat in den letzten Wochen von nichts anderem erzählt. Bob Proctor hier, Bob Proctor da, du musst das Programm machen, bla 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 bla. Und die ist total angefixt davon. Und mir ist der Name Bob Proctor mal begegnet, aber so richtig zuordnen kann ich es nicht. Aber als Katja es nochmal aufs Tablett gebracht hat, da ist mir tatsächlich bewusst geworden, klar, sehr, sehr alter Mann, sehr, sehr viel Lebenserfahrung, der weiß, wovon er spricht. Und ich meine, da, wo er steht, ne, da sprechen ja die Resultate für sich. Und ich weiß nicht, ob Katja das schon mal im Volkstalk angesprochen hat, aber für mich als Außenstehender zu beobachten, was Katja gerade für eine Transformation macht, weil sie jeden Morgen sich die Videos gibt, jeden Morgen die Dokumente ausfüllt und das für sich erarbeitet. Das ist unglaublich. Also ich möchte nicht zu sehr in die Details gehen, weil das dafür ist jetzt der Rahmen auch nicht da. Aber Katja hat sich vor 3 Jahren selbstständig gemacht. Und wie viele Selbstständige ist Katja so halt so auf einem Level, arbeitet halt mit Kunden, hat mit Kunden gearbeitet, wo die Stundensätze halt extrem gering waren, aber wo du halt gesagt hast, ja, aber da komme ich ja mit rein und da verdiene ich ja dann sukzessive mein Geld. Und hatte bis dato halt immer über Agenturen irgendwie den Kontakt. Und was jetzt in den letzten Monaten bei ihr passiert ist, das ist unfassbar. Katja beginnt von Unternehmen angesprochen zu werden, direkt für die Trainings zu machen. Eva, du hast es am Anfang gesagt, Katja ist heute nicht dabei, weil sie ein Resilienztraining gibt, aber nicht über eine Agentur, wo sie irgendwo hin muss und das den Leuten in den Kopf drücken muss. Nein, die Firmen finden sie, kommen auf sie zu. Katja nennt ihre Zahl, weil sie mit Bob Proctor auch an ihren Einstellungen zum Thema Geld gearbeitet hat. Und die Leute sagen ja. Und ich glaube, eins der größten Probleme, was wir Menschen haben, ist das Thema Wertschätzung unserer selbst. Und gerade wenn es auch für Selbstständige oder Menschen, die ihre eigenen Dienstleistungen vermarkten wollen, ein Riesenproblem ist, wenn sie gefragt werden, was nimmst du denn die Stunde? Dann ist dieses Programm genau richtig, weil es eröffnet natürlich auch deinen finanziellen Horizont, wirklich das aufzurufen, was du auch wirklich wert bist.
und da die Angst zu verlieren. Und ich glaube, dass auch da das Programm von Bob Proctor einen extrem großen Einfluss auf Katja hatte. Ich bin stumm und laberlos und bin ausgeschaltet. Das heißt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du auch bei Bob Proctor im Programm bist, weil Katja ansonsten an dir vorbeischießt. Ja, das glaube ich nicht. Nein, Quatsch. Also, es ist, ja, das gebe ich zu, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich fange ja gerade an und Katja ist ja schon wesentlich weiter. Ne? Ich bin ja gerade seit Juli selbstständig und da habe ich mich erst mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt. Ne? Erstmal überhaupt eine Basis aufzubauen. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, da gibt es diesen wunderbaren Spruch von, heißt der Goldman oder Goodman, what brought you here won't bring you there. Mhm. Ja, also das, was du bis jetzt getan hast, hat dich bis zu einem gewissen Level gebracht. Aber wenn du neue Resultate brauchst, wenn du was Neues machen möchtest, wenn du Wachstum willst, dann musst du Dinge anders machen. Und wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, ne, dass ich erstmal meine Wurzeln jetzt habe und sage, okay, jetzt ist Next Level, dann ist das auf jeden Fall genau die richtige Investition. Ich finde das ganz schön, wie du das so beschrieben hast, weil ja auch jeder hat so sein gewohntes Verhaltensprogramm. Manche sind einfach Risk-Takers, manche sind gut im Rausgehen und im Risiken eingehen und Erfahrung sammeln, große Rückschläge einholen und neu aufstehen und weitergehen. Andere gucken vielleicht, oh, soll ich das wirklich machen, soll ich es nicht machen? Und jetzt gestern hatten wir zum Beispiel gerade eine Q&A, eine Frage-Antwort-Session und sind da nochmal einen Artikel durchgegangen von Bob und da ging es um Entscheidung treffen. Und was er sagt, ist, triff jetzt eine Entscheidung, jetzt mit all den Informationen, die du jetzt hast. Erfolgreiche Menschen sind schnell da drin im Entscheidung treffen und wenn sie die revidieren, dann überlegen sie sich das sehr, sehr genau. Und in dem Moment, wir alle kennen das ja, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Soll ich anrufen, soll ich nicht anrufen oder hin und her. Und in dem Moment, wie viel Energie nutzt das, wie viel Kapazität verbrennt das, wenn wir unentschlossen sind? Und in dem Moment, ich merke das bei mir selber, in dem Moment, wo ich einfach intuitiv eine Entscheidung treffe, will ich das jetzt machen, will ich es nicht machen, fühlt es gut an oder nicht und die Intuition nutzen, dann, dann können wir ganz schön schnell vorangehen. Dann können wir auch das Momentum aufbauen und nutzen. Und was ich halt ganz interessant finde, dass jeder hat so sein sogenanntes Paradigma, die Glaubenssätze, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir fühlen und so weiter. Und ich sage ganz gerne, wenn wir zum Beispiel, wenn ich mit meiner Hand eine neue Bewegung machen wollen würde, die ich noch nie gemacht habe, was völlig neu ist, vielleicht so eine Art Drehbewegung oder so, dann wäre das fatal, wenn ich sagen würde, okay, ich nehme jetzt jeden einzelnen Muskel dieser Hand, ich nehme jede einzelne Sehne, ich nehme jede Faszie und jeden Teil dieser Haut und trainiere alles einzeln. Trainiere jeden einzelnen Teil, dann setze ich es wieder zusammen und dann kann ich auf einmal die Bewegung machen. Das ist unmöglich. Sondern und stattdessen entsteht ein riesengroßes Ungleichgewicht. Aber wenn wir praktisch diese Bewegung trainieren und als Ganzes agieren, praktisch ja diese ganze Hand bewegen, dann haben wir sehr schnell die Bewegung drauf. Und das kommt mir so vor, wenn Menschen neue Habits lernen wollen, dann sagen sie, okay, eine Verhaltensweise zur Zeit. Aber wenn ich nur eine Verhaltensweise zur Zeit verändere, dann da hängt ja noch viel mehr dran. Wie denke ich über die Situation? Wie stehe ich morgens auf? In was für einem emotionalen State bin ich? Dann denke ich an diese eine Sache und dann kommt was dazwischen. Also letztendlich ist das alles miteinander verbunden. Und und durch diesen Prozess, durch diesen Entwicklungsprozess werde ich, habe ich genau das vor Augen, wie es sein soll. Und wir machen uns alle Bilder, wenn ich dich frage zum Beispiel, in welche Richtung öffnet sich deine Kühlschranktür? Rechts oder nach links? In dem Moment musst du dir das erst vorstellen und vor Augen holen, um mir das beantworten zu können. Und das ist, hat so eine Tiefe, da herauszufinden, was habe ich wirklich ständig vor Augen? Was mache ich mir für innere Bilder? Und das merken wir ja auch schon hautnah. Zum Beispiel heute, als ich aufgestanden bin, haben wir uns im Bad getroffen und ich so, spaßeshalber, habe ich dann gesagt, Bob, ich komme gleich runter. Und habe mir vorgestellt, wie wir in einem Haus wohnen mit Bob Proctor. Und habe gemerkt, dass ich einen komplett anderen State hatte. Ich hatte eine komplett andere Stimme und eine andere Energie und habe mich einfach gefragt, wie würde er den Tag beginnen? Wie würde er gewisse Entscheidungen treffen? Wie würde er handeln? Und das ist hilfreich.
weil damit habe ich neue Bilder vor Augen und handle sofort anders. Wenn wir eine Zitrone aufmachen und die quetschen, da kommt der Saft raus und der läuft so die Finger runter und wir stellen uns das nur vor, dann merken wir schon, dass was passiert, dass etwas passiert, dass vielleicht sich Speichel bildet im Mund, wenn wir uns nur vorstellen, wie diese Zitrone zusammengepresst wird und dann dieser Saft runterläuft. Und wir stellen uns diese ganzen Dinge vor und das ist tatsächlich ein Paradigma, ist die Fülle an Verhaltensweisen, ist die ganze Fülle an automatischen Verhaltensweisen, die wir dann halt so Stück für Stück trainieren. Und wir können auf 12 verschiedene Arten und Weisen lernen. Wir können natürlich durch einen emotionalen Impact lernen, dass irgendwas Schlimmes passiert, oder durch Wiederholung. Und das ist sehr, sehr faszinierend für mich, dass Bob Proctor und Sandy Gallagher, seine Geschäftspartnerin, und dass die jeden Tag studieren, wie funktioniert Leben. Wenn ich weiß, was sind die Gesetze, wie Leben funktioniert, dann ist es ein Erinnern, und dann kann ich nur erfolgreich sein. Das ist einfach unabdingbar. Und dann lese ich für eine Zeit Sachen und dann fällt der Groschen und dann merke ich, wow, wie tief ist denn das? Und und ich bin auch ganz dankbar, wenn wir jetzt diesen Talk hier auch komplett so frei nach Schnauze, also wer auch immer da jetzt gerade so Ideen hat oder sagt, hä, wie ist es denn bei dir oder wie empfindest du das oder dass ihr auch von euch erzählt, was so euer Werdegang ist, weil jeder, merke ich, so hat so eine bestimmte Stärke und Qualität und kann die mitnehmen und weiter stärken. Und was mich persönlich enorm fasziniert, ist, wie durch diese 6 Monate jeder Schritt mitgenommen wird. Von, oh, ich zögere, von Angst, ne, sozusagen, wenn ich merke, oh, es passiert so viel im Außen, und dann durch diese Angstschwelle durchzubrechen und so diese verschiedenen Schritte einzusetzen und zu merken, wie kraftvoll unser Geist ist. Mhm. Was würdest du denn denken? Also, wir haben ja quasi auch schon alle so Schritte auf dem Weg vorwärts oder auch manchmal rückwärts gemacht, um einfach weiterzukommen und uns zu entwickeln. Gibt es denn jemanden, wo du sagst, hey, das ist jetzt eigentlich genau der Prototyp, wenn der an dem Punkt steht, der richtig gut, dem ich richtig gut mit diesem Programm helfen kann und dem das richtig nach vorne bringt? Oder gibt es diesen einen Prototyp gar nicht, diese eine Schwelle, an der der Mensch steht, wo Bob Proctor mit seinen universellen Lebensgesetzen und Erfolgsgesetzen the man to go ist, um dann weiterzukommen? Also mein Empfinden ist, dass es eine persönliche Präferenz ist. Manche fühlen sich durch ihn angesprochen, manche fühlen sich durch jemand anders angesprochen. Und besonders, wenn jemand ein Ziel hat, wenn jemand weiß, okay, ich will ein bestimmtes Ziel erreichen, ich möchte so und so viele Menschen erreichen mit meinem Business, ich möchte gerne in einem Jahr ortsunabhängig arbeiten können oder ich möchte ein bestimmtes Einkommen haben, dann ist es gut, einem gewissen Prozess zu folgen und jemanden an der Seite zu haben, einen Coach und Mentor zu haben, um dort auch wirklich anzukommen. Sozusagen, wenn jemand schon weiß, dass er da was erreichen will, und dann sind die ersten 2 Wochen da, um es wirklich glasklar zu kriegen, um herauszufinden, was will ich denn eigentlich? Weil alles, was wir jetzt um uns herum erleben, alles, was du um dich herum erlebst an Resultaten, wie viele Aufträge hast du, wie wohl fühlst du dich mit deinem Job, mit was für Menschen umgibst du dich, wie sind deine Beziehungen, wie fit fühlst du dich, wie vital, sind alles nur eine direkte Reflexion von dem, was du bisher mit dir drin, in dir drin selbst gemacht hast. So wie du selber in dir drin gearbeitet hast. Und wenn du jetzt was veränderst, dann merkst du dann diese Resultate im Außen. Was die meisten Menschen machen, ist, sie sehen was im Außen. Kontostand funktioniert nicht, der Job funktioniert nicht so, fühlen sich nicht so, fühlen sich vielleicht ausgelaugt oder irgendwie merken sie, oh, das passt gerade so nicht, und sehen die Resultate und denken über die Resultate nach. Und denken über die Resultate nach, wie kann ich dieses Problem lösen, finden verschiedene Lösungswege und denken über dieses Problem nach. Was aber passiert, ist, dass der ganze, die Emotionen, die sind entsprechend, sind angespannt, sind verzweifelt, sind frustriert, sind ängstlich, sorgenvoll und so weiter. Und aus diesen Gefühlen heraus kommen Ideen und entstehen Handlungen. Und dann aus diesen Handlungen heraus entstehen entsprechende Resultate. Und das ist praktisch ein Kreislauf, ein Teufelskreislauf, wie wir
wie viele von uns gelernt haben, mit Situationen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und ganz, ganz, ganz wenige Menschen schaffen das, sich loszulösen von dem Außen, loszulösen von Chaos im Außen, von Streit, von Krankheit, von Mangel, von was auch immer, loszulösen, zu merken, okay, das ist da, wirklich das Sehen. Und dann, was will ich stattdessen? Sozusagen sofort den Sprung schaffen von, das ist die Situation, die will ich nicht. Das ist da, das, was Fakt ist im Außen, will ich nicht. Und dann fragen, was ist das exakte Gegenteil? Was ist das, was ich wirklich will? Das genaue Gegenteil. So, wie es sich richtig, richtig gut anfühlt. Und darüber nachdenken. Darüber nachdenken, wie ist es, wenn das so ist, wie ich es haben will. Wow, und das, ja, darüber nachdenken, wie schön das ist und ja, okay, cool. Was kann ich dafür tun? Und dann daraufhin, dass wir merken, dass wir die Emotionen verändern sich. Wenn wir darüber nachdenken, was uns gut gefällt, was wir gerne mögen und so weiter, dann sind die Emotionen entsprechend. Aus den Emotionen kommen Ideen, kommen Handlungen. Dann handeln wir unsere Stimme, unser State, unsere Gedanken. Alles ist komplett anders. Wir handeln entsprechend und bekommen die Resultate. Das, was Basti angesprochen hat, vorhin mit Gehalt, wenn uns jemand fragt, wie viel bekommst du für deine Leistung? Und in dem Moment, wo dann, wenn sie dort eine gewisse Unsicherheit gehabt hätte, dann hätten die das gemerkt, die hätten das gespürt, die hätten das gesehen und so weiter. Das ist so absolut, absolut, diese kleinsten Signale können wir intuitiv wahrnehmen und unser Gegen genauso. Und aber wenn wir in diesem ressourcevollen State sind und genau ein genaues Bild vor Augen haben, alles, was wir uns vorstellen, alles, was wir vor Augen haben, wird absolut komplett als Auftrag gegeben ins Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein sind 96% unseres gesamten Verhaltens. 96-98% unseres Verhaltens wird unterbewusst gesteuert. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Dinge. Es gibt das Bewusstsein, damit verstehen wir rational. Wir hören jetzt hier hin, was jeder Einzelne sagt und denken darüber nach und verstehen. Und wir können Informationen ablehnen. Wir können sagen, interessiert mich nicht, weiß ich nicht, weiß ich schon, will ich nicht, können wir ablehnen, dann ist es weg. Oder wir können sagen, wow, okay, das ist interessant, ich will mehr, oh wow, lass mich mal, ich will mehr wissen, okay. Und in dem Moment, wo wir es annehmen, kann es ins Unterbewusstsein reingehen. Und der Unterschied ist, wir können bewusst annehmen oder ablehnen. Unser Unterbewusstsein nimmt alles zu 100% an. Alles. Alles, was wir unserem Unterbewusstsein geben, wird zu 100% angenommen. Was wir uns innerlich vor Augen fühlen, die inneren Bilder, die wir haben, die sind sozusagen das Navi für unser Unterbewusstsein. Und das wird alles ausgeführt. Und wenn ich dieses wirklich die ganze Zeit, wenn ich durch den Tag gehe, und das geht aber nur mit einem Ziel, was ich wirklich will. Es geht nur, wenn ich zu 100% damit in Alignment bin oder je mehr ich natürlich immer in Alignment bin, desto mehr kann ich das immer wieder genießen und vor mein inneres Auge und damit einschlafen, damit aufwachen, damit durch den Tag gehen. Und das ist gigantisch, wenn du nur einen anderen Gedanken hast, sofort andere Ideen, andere Ressourcen, anderer State, andere Handlungen, andere Resultate. Hm. Und damit kann man das halt nutzen, diesen Prozess. Mega spannend. Ich weiß, dass Stefan und Bastian ja auch beide NLP-Ausbildungen haben, ne? Und nutzt ihr denn dieses Instrument, von dem Nana sagt, dass ihr sozusagen Ziele für euch visioniert, dass ihr sagt, okay, das, was ich erschaffen will, das, wo ich hinkommen will, das denke ich mir vorher schon, da ändere ich meine Energie drauf, da richte ich mich aus, ich versuche irgendwelche Habits in meinen Alltag zu integrieren, die mich auf dieses Ziel bringen. Ist das was, was ihr auch aus dem, was ihr sozusagen ja auch schon gelernt habt, auch durch eure Ausbildung, durch eure Erfahrungen tagtäglich auch mit anwendet und von dem ihr auch merkt, wie es euch weiterbringt? Stefan, dein Mikro ist an, deswegen fängst du mal an und dann... Okay, dann fange ich an. Definitiv. Also die Vision ist nicht umsonst, wenn wir uns die Bedürfnisse von uns Menschen anschauen und auch unseren Entwicklungsprozess anschauen, dann ist die Vision die Basis von allem letztendlich, was uns motiviert, was uns antreibt und was uns irgendwie nach vorne bringt. Und aus den Visionen werden Ziele und aus Zielen werden Gedanken, Taten. All das hängt irgendwie zusammen. Aber die Grundlage für alles ist definitiv erstmal die Vision zu haben. Und so ein Vision Board ist nicht umsonst etwas, was fast jeder erfolgreiche Mensch irgendwann sich mal gebastelt hat, in welcher Form auch immer. Sei es, dass er sich das irgendwie gemalt hat oder sich eine Collage gemacht hat oder er es einfach nur
formuliert hat in Form von Worten. Für mich selber ist es ein ganz, ganz großer Antrieb. Ich habe für jeden Abschnitt meines Lebens, habe ich mir eine Vision aufgebaut, auch jetzt wieder, nachdem wir jetzt gerade so große Schritte gegangen sind mit der Sales Revolution, den Advanced Workshop und so weiter, ist ja jetzt der Punkt, wo das Unglücklichsein dann anfängt, wenn du es erreicht hast. Das heißt, also jetzt geht die Vision weiter und du fängst natürlich wieder an, weiterzudenken und zu überlegen, wo geht die Reise hin, wie soll es ausschauen, wie passt das Ganze auch wieder in dein Umfeld rein, wie bringst du das familiär unter? Und es geht halt immer um das Ganzheitliche. Ich würde eine Vision nie monetär allein strukturieren im Sinne von, mach mal aus 15 Millionen 200 Millionen oder mach eine Milliarde draus oder so. Das allein wird mir nicht reichen und das reicht den wenigsten Menschen. Eine Vision muss ganzheitlich sein und das ist ganz, ganz wichtig, dass da alles mit drinnen ist. Dein persönliches Umfeld, deine Gesundheit, dein Körper. Deine WG mit Bob Proctor. Auch das, definitiv, ja. Meine Begegnung mit Bob Proctor irgendwann mal. Ich finde es großartig, wenn Menschen sich diese Visionen stellen. Es hat einfach was mit Reflexion zu tun, es hat was mit Arbeit zu tun, sich das mal sauber auszuformulieren und auch stimmig zu machen, weil nur dann, wenn es stimmig ist, kannst du diesen Weg auch wirklich gehen. Und ich finde es extrem, extrem wichtig, dass Menschen ihre Visionen auch formuliert haben, dass sie sich dessen klar werden, welcher Antriebsfaktor da dahinter steht und was für ein Turbo du damit zündest, wenn diese Vision wirklich sauber für dich selber steht. Also ich arbeite sehr, sehr stark damit. Auch in meinen Coachings, in meinen Trainings sind Visionen und Ziele ganz klar die Grundlage für alles, für unsere ganze Arbeit miteinander. Ich sehe schon, Stefan ist der deutsche Bob Proctor und hat quasi das Thinking into Results wahrscheinlich in seiner Sales Revolution intuitiv auch ein bisschen mit eingebaut. Gar nicht mal nur so intuitiv, sondern das ist wirklich die Grundlage auch von all meinen Mentorings und von all meinen Coachings gewesen, von meiner ganzen eigenen Entwicklung. Diese Bücher da hinten, die drehen sich alle irgendwo ein Stück weit um Visionen und Ziele. Und wenn du das nicht verstanden hast für dich selber, dann treibst du einfach nur wie so ein Floß auf dem Wasser, auf dem Ozean. Das bringt dich alles nicht so richtig weiter. In der Sales Revolution ist es die Grundlage dessen. Wer bin ich? Was habe ich vor? Wo soll die Reise hingehen? Wenn ich das in dem Mindset nicht wirklich verankere, dann werde ich nie verstehen, was eigentlich so die Triebfeder dessen ist, wenn ich dann Verkauf gelernt habe, das dann auch umzusetzen. Wenn ich in meine ganze Vision Verkauf nicht impliziere, naja, warum soll ich dann Verkauf lernen? Wenn ich in die ganze Vision meine Kunden nicht drinnen habe, sondern nur das Geld drin stehen habe, aber es nicht runterbreche auf meine Kunden, ja, wie soll ich denn jetzt Verkauf in mein Leben umsetzen? Und das ist die Grundlage dessen. Aber so wird Verkauf halt nie beigebracht, sondern es geht halt immer um die Technik, um die Herangehensweisen, um die Tools, aber viel zu wenig um das Mindset dahinter, was du brauchst. Und das ist genau das, was Nana gerade gesagt hat. Ohne dem richtigen Mindset, ohne der richtigen Vision, ohne dem großen Denken, ohne all diesen Dingen, die dazugehören, bringen dir diese Tools gar nichts. Ich erinnere mich auch noch an ein Telefonat, und Bastian, gleich quetsche ich dich mal aus, mit Nana, wo Nana auch gesagt hat, ja, eigentlich, nachdem ich ganz früher mal echt Bauchschmerzen mit dem Thema Verkaufen hatte, ist mir inzwischen völlig glasklar, dass ich mich in jeder Sekunde und immer verkaufe, ja, egal an wen, ob das an meinen Partner ist oder ob das an die Frau beim Bäcker mir gegenüber ist, wo auch immer, und das ist, dass vielleicht für viele dieser Begriff Verkaufen einfach auch zu sehr mit Leute über den Tisch ziehen oder monetär geprägt ist, aber dass es einfach immer darum geht, jemanden anderen für das zu begeistern, was gerade irgendwie auch so mein Ziel ist, ne? Und dabei nicht nur dafür zu sorgen, dass ich dem anderen mein Ziel überstülpe, sondern den anderen wirklich auch mit meiner Begeisterung anstecken zu können, damit er auch mitzieht, ne? Weil letzten Endes, damit irgendwas positiv zueinander findet, reicht das ja nicht, wenn du vor jemandem stehst und selbst begeistert bist, sondern dann müsst ihr auch irgendwie zu einem Matching kommen und es muss ja auch irgendwie zwischen euch beiden an irgendeinem Punkt funken und eine Übereinkunft dastehen. Ja, bestenfalls gemeinsam sogar, ne? dass du tatsächlich immer auf den Gedanken, und das ist auch der Gedanke der Sales Revolution gewesen, dass es immer um Win-Win geht. Es geht immer darum, dass wir gemeinsam Spaß daran haben. Steve Covey ging sogar so weit, dass er sagt in 7 Wege der Effizienz, dass er sagt Win-Win or no deal. Ja? Also es gibt immer auch die Variante, dass ich mich auf Dinge nicht einlasse. Ich muss mich nicht unter Wert verkaufen, ich muss nicht unbedingt hergehen und muss einen schwindeligen Kompromiss eingehen, wenn ich mich nicht wohl damit fühle. Mittlerweile bin ich da wirklich total straight. Es gibt keine Verhandlungen. Es gibt einen Win-Win-Deal.
Und wenn der Win-Win-Deal nicht zustande kommt, naja, dann gibt es vielleicht gar keinen Deal. Aber dann ist das auch okay, weil dann hätten unsere Werte wahrscheinlich sowieso nicht übereingestimmt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man einfach auch zu dem steht, was einem wichtig ist, dass wir zu den Werten stehen, dass wir zu unseren Wünschen stehen, dass wir zu unseren Träumen stehen und dass wir da einfach weniger kompromissbereit und viel mehr in Richtung Win-Win denken. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Bastian, erzähl mal, du hast ja auch in NLP dich ausbilden lassen, wenn ich richtig über deinen Werdegang informiert bin und hast da also auch sehr viel Erfahrung. Ist das, was jetzt auch Stefan beschreibt, eine Vision zu haben, was Nana beschrieben hat, Thinking into Results, also wirklich dich auf die Ergebnisse fokussieren, war das auch ein Tool, was du verwenden konntest, um relevante Schritte auf deinem Erfolgsweg zu machen? Also erstmal, ich bin genauso ein Riesenfan von einem Vision Board. Andere mögen es auch Zielcollage nennen. Das klingt dann ein bisschen besser für Deutschland. Also die NLP-Ausbildung hat mir geholfen, mir darüber klar zu werden, dass wenn ich das Ziel vor Augen habe, dass die Strategie ganz von alleine kommt. Ja, und was ich bei Nana am Anfang verstanden habe, ist, dass sie sagte, als allererstes geht es darum, erstmal ein Ziel zu finden. Und ich glaube, damit haben die meisten Leute schon ein Problem. Und wenn du dann Technik an die Hand bekommst, um erstmal überhaupt ein Ziel zu finden, und das Verrückte ist, von außen wissen die Leute eigentlich schon, was du willst, aber du selber weißt es halt noch nicht. Deswegen brauchst du dafür Hilfe. Und das dann transformierst in eine Vision, in einen Fokus. Das ist unfassbar, was dann passiert. Und mir ist eine Sache bei Nanas Ausführungen eingefallen, die ich selber mal in einem Coaching gesagt bekommen hatte zum Thema Ziele. Nämlich, stell dir vor, jeden Morgen, wenn du aufstehst, weißt du, was du zu tun hast. Jeden Morgen. Du stehst morgens auf und du weißt genau, was du zu tun hast, weil du hast ein Ziel und du weißt ja, was du tun musst, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist einfach total geil. Ich hatte heute eine Klientin, die sagte zu mir, ja, irgendwie gibt es nichts Erstrebenswertes mehr. Das ist sehr traurig. Und dann haben wir lange gesprochen und dann kam plötzlich das Ziel, dann wusste sie plötzlich, was sie machen wollte. Und dann ändert sich ja auch was in deinem State. Das ist ja auch das, wovon Nana gesprochen hat. Du hast plötzlich ein Ziel, du hast eine Aufgabe. Wir Menschen sind ja irgendwo auch auf der Welt, um eine Aufgabe zu haben. Und dann beginnst du loszurennen. Und hat der Stefan gerade was ganz Wichtiges gesagt? Wenn du dein Ziel erreicht hast, was kommt dann? Ja, dann kommt das nächste Ziel, das nächst höhere Ziel. Ja. Und dann ist ja auch wieder Definitionssache, was ist das nächst höhere Ziel? Aber das ist erstmal egal, weil ich glaube, den meisten Menschen fehlt erstmal loszulegen. Und ich habe bei dieser, einem der allerstärksten Übungen und meine ultimative Lieblingsübung beim Thema Ziele, wenn du überhaupt gar nicht weißt, was dein Ziel ist, ist der Future Pace. Und für diejenigen, die nicht wissen, was das genau heißt, also du stellst dir einfach vor, du bist in der Zukunft, du hast das alles erreicht und du stellst in dem Zusammenhang Fragen. Und wenn du dein Ziel noch gar nicht kennst, du dann aber sagst, was war denn die größte Herausforderung auf dem Weg zu deinem Ziel, dann kommt so langsam die Antwort und langsam ergibt das alles ein Bild. Und das Vision Board hilft dir einfach jeden Tag, wenn du da drauf guckst, dich zu programmieren darauf, dass du diese Dinge auch wahrnimmst, die dann in deinem Leben passieren, die zu deinen Zielen passen. Weil du dein Gehirn darauf programmierst, wo du hin möchtest. Das Gehirn hat ja, also eine der größten Funktionen des Gehirns ist ja, oder der wichtigsten ist ja Filtern von Informationen, weil wir so viele Informationen bekommen. Und wenn du auf ein Vision Board guckst, jeden Tag, was du dir erstellt hast mit deinen Zielen, dann weiß dein Gehirn, ah, das ist wichtig. Okay, dann halte ich mal danach Ausschau und auf einmal kommen ganz viele Gelegenheiten und dann, ja, dann geht's los. Total cool. Ja, tatsächlich. Also ich fand das auch sehr, sehr, also am Anfang dachte ich, sorry, aber was für ein Geschwafel. Die Welt ändert sich doch nicht, wenn ich mir da ein Auto hinmale oder eine Villa. Ja, was soll denn dann passieren? Dann wirft mir das Universum nicht das Auto oder die Villa vor die Tür und habe ja vor, keine Ahnung, vor vielen Jahren gedacht, ja, Bestellung beim Universum, nee, ach so ein Quatsch, also wenn ich was will, dann, du hältst es mal hoch, ne, Bestellung beim Universum, habe ich vor vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder sowas schon gelesen und fand es
damals Quatsch, Ella Kensington, also die ganzen Bücher, oder was heißt, ich fand es nicht Quatsch, ich fand es ganz interessant. Alles. Genau, aber ich hab das doch sehr skeptisch beäugt und gedacht, naja, ach, na, musst halt arbeiten, musst ja, wissen, wo es hingeht. Und, ja. Und dann bringt dir das auch nichts, wenn du es irgendwo hin, sondern ja, gehst eben deine Brötchen verdienen und machst eben deinen Job so. Ne? Und aber es ist schon total, also was ich immer wieder mega krass finde, ja, mich jetzt mit euch zum Beispiel auszutauschen und einfach mal meinen Kopf Dinge denken zu lassen, die ich vorher noch nicht gedacht habe und mir quasi damit mein Möglichkeitsfeld total zu expandieren und viel größer zu machen, als ich es vorher für möglich gehalten hätte. Und plötzlich fallen mir auch Wege ein. Oh, da kommt die kleine Mila. Wo ist sie groß geworden? Meine Güte, ey. Riesig. Ich erinnere mich noch an unser Interview, da hatte die noch gar nicht die schönen blonden Haare, da war sie noch ganz klein. Vielleicht nehmen wir kleinen Sammy auch noch mit dazu, da sitzt sie mich auch oben. Sammy ist gerade oben, aber ich denke, der geht jetzt gerade ins Bett. Ah, der wartet auch dringend auf seinen Papi. Noch eine kleine Familienrunde hier. Gut, womit komme ich dann? Ah, hier. Ah ja, das ist auch sehr schön. Du nimmst deinen Quetschball. Ja, also was ich in dem Zusammenhang einfach, jetzt muss man gerade überlegen, was ich in dem Zusammenhang einfach sagen wollte, ist, wenn du dieses Thinking into Results Programm, wenn du das machst, dann hast du einfach jeden Tag einen Plan. Und wie geil ist das bitte? Ja, jeden Tag aufzustehen und zu wissen, was zu tun ist. Oder wenn du keine Ahnung hast, was du tun sollst, guckst halt ein Video, dann weißt du, was du zu tun hast. Und das ist das Schöne daran, weil vielen Menschen, die haben schon ihre Ziele, aber denen fehlt halt im Prinzip das Commitment, wirklich jeden Tag auch daran zu arbeiten, weil dann kommt irgendwas anderes wieder rein und dann kommt das Umfeld, was einer von euch am Anfang gesagt hat, was dir dann ein Problem macht. Aber du guckst jeden Tag rein, du weißt, was du zu tun hast und du machst einfach das, was in Anführungszeichen, was dir gesagt wird. Ja? Also du folgst im Prinzip einfach dem Plan. Mhm. Und das Interessante ist dann nach und nach auch wahrzunehmen, was sich dann auch tut. So ganz ketzerisch, gibt es das denn, einen Plan, der für jeden funktioniert, also ein Programm, was egal, wer das anwendet, wenn ich morgens aufstehe, was für mich genauso funktioniert wie für jeden anderen? Ja, ich habe das Programm noch nie gemacht, aber da hat Nana eben was ganz, ganz Wichtiges und Spannendes gesagt. Und zwar, ich muss kurz ein bisschen weiter ausholen, aber haben wir uns in den letzten 500 Jahren psychisch verändert, wir Menschen? Haben sich unsere Gedanken verändert, unsere Strukturen, unsere Dinge, wie wir Probleme lösen, etc. pp.? Eher nicht. Ja, wir agieren immer noch in derselben Art und Weise und der globale Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, den scheint irgendwie jeder zu haben. Deswegen, wenn also jemand Leben studiert, Glück studiert und Erfolg studiert, dann hat er ja eine gewisse Stichprobe an Menschen. Und dann zieht er darüber sich einen Durchschnitt und sagt, okay, von 150.000 Menschen hat bei 100.000 Menschen funktioniert, wenn sie morgens dreimal die Hände klatschen. Dann scheint das wohl, genau, dann scheint das wohl dazu zu führen, dass sie dann noch ihre Erfolge erzielen. Und das meine ich damit. Es funktioniert nicht vielleicht für jeden, doch es funktioniert für die allermeisten Menschen, eben das zu befolgen. Weil die Strukturen, die Art, wie wir denken, die Art, wie wir Probleme lösen, sehr, sehr gleich sind. Und irgendwo, ich meine, haben wir auch gemeinsame Dinge, nach denen wir streben. Wir haben gemeinsame Werte, die uns wichtig sind. Und ich glaube, da holt uns das Programm eben auch entsprechend ab. Ich glaube, das Problem ist einfach auch, dass wir viel zu viel in Plänen und Strukturen halt eben denken, anstatt dass wir uns einfach auf das Resultat schon ein bisschen, und ich glaube, das geht genau eben in diese Richtung, dass wir das Resultat einfach schon visualisieren und uns dann Step für Step dann eben überlegen, wie wir da hinkommen und dass wir eher zieltreu und gar nicht so wegtreu sind. Mhm. Ich glaube, das ist so das Wichtige, dass du eher über Prinzipien und über Werte nachdenkst und weniger über klare Steps, die du schon gehst. Uns wurde früher beigebracht, plane deinen Weg exakt, systematisch, 10 Jahre, 5 Jahre, 3 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr, 1 Monat und so weiter. Und meistens saß ich da davor, ich meine, da gibt es Bücher ohne Ende, Time Coaching ist zum Beispiel so ein Ding, da saß ich dran an diesem Buch und habe mir meine Ziele aufgeschrieben und irgendwann merkte ich, das bist du überhaupt gar nicht, das ist Bullshit. Ja? Anstatt, dass ich über meine Werte gehe und mir einfach überlege, was ist denn das große Ganze, was da irgendwann mal da sein soll? Was heißt für mich Glück? Was heißt für mich Zufriedenheit? Was heißt für mich Freiheit? Und
wenn du Freiheit mal definierst, ja, dann kommt vielleicht für dich raus, dass du weniger arbeitest, dass du deine Familie dabei hast, dass ich wie bei der Sales Revolution jetzt erzähle, ich habe meine Familie dabei, da ist mein Kind da hinten drin mit meiner Frau und die schauen mir zu und ich habe meinen Hund hinten sitzen und alles ist easy und alles ist cool, weil wir einfach sagen, hey, das ist mein Leben, meine Regeln und genau das ist das Entscheidende. Ich hatte die Macht, das zu ändern und mir zu bauen und das habe ich genutzt. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wenn du über Resultate nachdenkst, dass du dir dieses Bild wirklich aufmalst, dann wird dir auch klar, welche Wege du gehen musst und was du verändern musst, welche Werte nicht über Bord geschmissen werden müssen, dürfen, welche Herangehensweisen notwendig sind, welche Menschen du dazu brauchst und so weiter. Und ich glaube, da kannst du einen Blueprint draus machen, ja, weil das echt eine Sache ist, die sicherlich immer funktioniert, wenn du das für dich gefunden hast. Die Inhalte, da gibt es keinen Blueprint, weil den sollte jeder selbst füllen. Aber das ist die Arbeit eben dahinter, die dahinter steckt, wenn du erfolgreich sein willst und was erfolgreiche Menschen immer für sich getan haben. Und das sind die Schritte, ne? Das sind die Schritte, die dann im Prinzip Bob Proctor dir aufzeigt, die du dann eben für dich implementieren kannst, sobald du für dich festgestellt hast, was will ich überhaupt? Was ist mir überhaupt wichtig im Leben? Ne? Mhm. Was ich auch cool finde, was du gerade gesagt hast, das erinnert mich immer daran, dass eine meiner großen Fragen, wenn ich mir vorstelle, was ich machen will, und übrigens inzwischen glaube ich auch sehr wohl an diese ganzen Sachen, am Anfang gesagt, ja, ne, ich habe das früher für alles Quark gehalten, aber auch ich habe da mein Vision Board hängen und so. Aber die Frage ist dann nicht mehr das Ob, also erreiche ich das Ziel, sondern meine Frage ist es immer, immer, immer nur wie. Wie kann jetzt der nächste Schritt sein, der mich in die richtige Richtung bringt, ja, und ist das diesem Ziel dienlich oder nicht? Und klar, ich habe auch ganz häufig, verschwimmt das mal. Das ist nicht immer total laserscharf, ja, aber das ist die Richtung, dass bei mir kein Ob, sondern immer nur das Wie im Kopf ist. Und Leute, die mich mit Obs nerven, die dürfen ihre eigenen Obs machen. Bei mir haben die nicht so viel Mitspracherecht, nenne ich es mal. Mit Obs. Mit Obs, du meinst, ja. Die Wenn-Aber-Leute, also genau, du sagst, du machst, ja, dann ja, aber was ist? Genau, kann, ja, also mit ob ist dieses ist verbunden, ob sowas überhaupt funktionieren kann und ob das überhaupt jemals wahr werden kann, das sind die Ja-Aber-Sager. Und bei mir gibt es nur noch, wie kann ich dich dabei unterstützen, Sager. Ja, und die Ja-Aber-Sager, die dürfen das woanders sagen. Das geht rechts rein, links raus bei mir. Das ist auch der häufigste Grund, warum die Menschen sich nicht bewegen wollen, ne? Weil sie halt sich darüber Gedanken machen, ja, aber was ist, wenn es nicht klappt? Das sind Ja-Aber-Sager. Und die genau. Die zu Ja-Wie-Aber-Sager zu kriegen, das ist nicht so einfach, aber... Das ist der Grund, warum viele Menschen auch unzufrieden sind im Job und sich halt nicht bewegen möchten, weil sie halt sagen, ja, aber was ist, wenn ich dann in 2 Monaten keinen neuen Job finde? Was ist, wie soll ich dann meine Rechnungen bezahlen? Worüber die wenigsten Menschen nachdenken, ist genau das, was du gerade gesagt hast, Eva, nämlich, ja, wie kann ich das denn dann erreichen? Und zweitens, ja, und was ist, wenn es funktioniert? Was ist denn dann? Wie ändert sich denn dann mein Leben? Was ist denn plötzlich 100, genau, was mache ich denn jetzt plötzlich, wenn ich 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr mache? Was bedeutet das denn für mich und mein gesamtes Leben? Was verändert sich denn dann? Und das ist auf der einen Seite richtig geil, aber du musst dann natürlich dann auch da wieder, und das ist viel cooler, weißt du, so zu überlegen, okay, wenn ich jetzt 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr mache, was bedeutet das denn überhaupt für mich? Obwohl, kennt das nicht jeder von uns? Also ich habe das schon relativ häufig gemacht, ich gesagt, boah, wenn ich diesen Lottoschein jetzt gewinnen würde, was ist dann morgen anders in meinem Leben? Und erstmal fand ich es total gut, das, was Stefan gerade auch gesagt hat, dass ich gesagt habe, okay, das Big Picture, meine Werte, was ist mir wichtig, wie lebe ich mein Leben, das ist völlig unantastbar. Das würde nicht ändern, ob ich unter einer Bahnhofsbrücke schlafe oder ob ich in einem Palast wohne, ja, aber dann habe ich vielleicht, keine Ahnung, einige Dinge, einen Gärtner und ein Schwimmbad im Garten, ja. Also, aber das verändert nicht meine große und ganze Glücksvision und meine Werte halt nicht. Aber halt, was ist so interessant? Entschuldigung. Ja, hier kommt die Sicherheit, die der Stefan gerade mitgegeben hat. Wenn du nämlich dein Ziel erreicht hast, ne? Du hast ja deine Werte. Die sind ja nie fertig oder unerfüllt oder erfüllt. Du hast deine Werte und danach strebst du. Und wenn du einfach nach deinen Werten strebst, dann bist du sowieso happy. Ja, gut, aber das ist wirklich das Entscheidendste. Die meisten Menschen, die ich scheitern sehe, die scheitern nicht daran, weil ihr Plan nicht funktioniert hat, sondern die scheitern,
weil sie sich korruptiert haben und ihre Werte über Bord geworfen haben. Und das ist zu 99,9% auch in meinen Coachings. Wenn ich das analysiere, dann sehe ich immer, an irgendeiner Stelle haben sie dann doch eher das Geld vorgezogen und sind nicht ihren Werten treu gewesen. Dann haben sie mit Leuten zusammengearbeitet, die sie dann über den Tisch gezogen haben, obwohl sie ein komisches Gefühl dran hatten. Dann haben sie irgendwelche Kompromisse eingegangen, die sie eigentlich nicht machen wollten. Dann haben sie ihre Familien verloren, weil sie ihren Werten, nämlich der Familie, nicht treu geblieben sind, hatten keine Unterstützung mehr, sind in Depressionen reingefallen und so weiter. Und ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass meine Eltern meine Werte immer als so ein, also das Wichtigste in meinem Leben immer irgendwie platziert haben. Die haben immer gesagt, es gibt gewisse Werte, die du hast und die solltest du auf Biegen und Brechen verteidigen. Und dann, wenn ich dann, gut, deswegen hatte ich vielleicht nur Halbwertszeiten in manchen Firmen von vielleicht 2 Jahren. Aber wenn ich halt gemerkt habe, das ist einfach nicht mehr zusammengegangen, dann habe ich halt einen neuen Weg genommen. Aber wenn die Werte dann eben beständig bleiben, dann findet sich auch immer der Weg. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und mich würde interessieren, was Bob Proctor dazu sagt, beziehungsweise das Programm auch dazu sagt. Ich finde das so wertvoll, was ihr gesagt habt, diese Macht, die du gesagt hast, deine Frau dabei zu haben, dein Kind dabei zu haben und das nach deinen Spielregeln zu machen, die hat jeder. Und für viele ist genau dieses, oh, ich gucke, was ist um mich rum und was passiert, wenn ich es nicht kann. Und jeder von uns kann das. Und in dem Moment, wo wir uns darauf fokussieren, was wollen wir? Und bei mir war es zum Beispiel so, solange ich denken kann, war für mich, dass ich einen Job mache, den ich liebe, dass ich irgendwie, ja, ich bin einfach ein Familienmensch und dass ich das tue, was ich liebe, war für mich zu 100% fix immer. Deswegen habe ich zwar ein paar Jobs gemacht, aber habe mich dann sofort selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, wow, mich fragen immer wieder Leute, wie kann ich, ob ich denen weiterhelfen kann, ob ich die coachen kann. Dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich irgendwann an, mich selbstständig zu machen. Und habe das immer gemacht. Das war für mich einfach das Wichtigste überhaupt. Und wenn dann Menschen anfangen, sich aufzuschreiben, was sie wirklich wollen, dann ist das ein Erinnern an die Essenz, ein Erinnern an das, was jemand wirklich, wirklich will. Und das beinhaltet alle Lebensbereiche. Und wenn jemand dieses Bild vor Augen hat und sich darauf konzentriert, nur darauf konzentriert, und selbst wenn im Leben etwas schiefläuft oder etwas im Außen herum nicht funktioniert. Das Ziel ist es, das, was da ist, wahrzunehmen. Es ist Fakt, es ist okay, wie es ist. Und dann aber sofort niemals in den Ergebnissen, also niemals in den Umständen zu denken, in dem, was gerade die Umstände sind, sondern ja, das zu erschaffen, was man haben will, trotz der Umstände. Die Umstände sind nur eine Reflexion von dem, was früher war. Und deswegen ist es gut, sofort, egal wie schlecht das Leben gerade ist oder wie anstrengend oder viel Angst einflößen oder so, was will ich? Und darüber nachdenken und das vor Augen haben, genau, ja, was wäre, wenn ich das wirklich erreiche? Was ist denn, wie ist mein Leben dann? Und darauf fokussieren und da den Fokus auch behalten. Und die meisten Menschen sind überall mit ihrer Aufmerksamkeit. Und was passiert, wenn es nicht klappt? Und hier und da und überall. Und da wieder diesen Fokus reinzubekommen von, was ist das, was ich wirklich will, im kleinsten Detail. Und dann passieren sehr, sehr besondere Dinge, weil wir dann wieder eine Verbindung haben zu unserer Intuition und wissen, was ist. Dann brauchen wir keine Kompromisse mehr machen, sondern können einfach Schritt für Schritt nach vorne gehen. Und, das ist eine Frage, weil viele leben ja in diesem Mangel, weißt du, das ist das Problem. Das sind die in einem Job, ich meine, ich kann es von mir sagen, da hast du 200 Trainertage und arbeitest dir einen Arsch rund und verdienst trotzdem gutes Geld, also bist halt in einer guten Situation und jetzt kommt die Schwierigkeit. Dann gibt man dir vielleicht Vorgaben, wie zum Beispiel, es kann doch nicht sein, dass du deinen Hund zu so einem Training mitbringst, das ist ja unseriös. Oder zum Beispiel, wenn du fragst, naja, wäre es denn jetzt schlimm, wenn mal jemand eben mit dabei wäre oder Supervision macht oder keine Ahnung was. Also Dinge, die dir persönlich einfach wichtig sind. Und dann bekommst du die Vorgabe so, nein, das kannst du nicht machen, gab es noch nie, haben wir noch nie gehabt. Und jetzt gibt's genau diesen einen Punkt in deinem Leben und den hast du bestimmt schon oft erlebt, wenn du da jetzt gerade zuschaust, wo man dir das gesagt hat und du dann gesagt hast, oh, naja, wenn das so ist, dann kann ich es wohl nicht ändern. Oder der Moment, wo du dann halt eben dann in dem Moment sagst, naja, Moment, nur weil das bisher ja nicht so war, heißt das doch nicht, dass ich das nicht machen darf. Es geht ja um dein Leben. Ne? Und das sind aber die Momente,
die so entscheidend in meinem Leben waren, wo ich dann gesagt habe, weißt du was, dann arbeite ich halt mit keinen Agenturen mehr zusammen und mache mein eigenes Ding. Da gehst du natürlich das Risiko, dass du 200 Trainertage verlierst. Aber auf der anderen Seite arbeite ich jetzt weniger, also in Reise. Also ich war früher, keine Ahnung, 100 Tage irgendwie nur auf Reisen unterwegs irgendwie oder in Hotels, 100 bis 150 Tage. Und heute mache ich vielleicht noch ein Drittel von dem mit meinen Firmen, aber verdiene das Doppelte oder das Dreifache davon. Einfach nur, weil ich das Risiko eingegangen bin, eine Sicherheit aufzugeben, um meine Werte zu verteidigen und das in mein Leben rein zu implizieren, was mir wichtig ist. Und dann plötzlich spielt dir alles rein. Und ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende, wenn du Erfolg haben willst, dass du das Risiko eingehst, dass du Dinge loslassen musst, auch mit der Gefahr hin, dass du finanzielle Einbußen machst, aber immer mit der Absicht, dass dein Leben dadurch bereichert wird. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Was ganz ganz spannend, mit dem Nein sagen zu Dingen, ne? Das geht ja damit einher. Was ich auch dabei zwei super wichtige Gedanken finde, die ich auch gerne nochmal daraus stellen und betonen will an dem, was du gesagt hast. Zum einen, es geht echt um dein Leben, ja? Das ist keine Generalprobe und das ist dein Leben. Und 40 Jahre auf dem Sofa zu liegen und dich darüber zu beschweren, dass alles so kacke ist, bringt dich genau nur aufs Sofa und dazu dich zu beschweren, dass alles so kacke ist und dann wird sich nichts ändern. Und die zweite Sache, die ihr alle angesprochen habt, über die ich nochmal ganz explizit so auch wortwörtlich benennen will, ist, dass du für dein Leben absolut und total und zu 100% die Verantwortung übernehmen musst und einfach sagen musst, hey, ich habe die Macht zu entscheiden, dass ich mich mit dem, wie es ist, nicht zufrieden geben will und es einfach zu ändern. Und es liegt in meiner Verantwortung, mir mein Leben so zu erschaffen, wie ich das haben will und mich nicht davon determinieren zu lassen, dass sich irgendwer mal für irgendwen anders überlegt hat. Ja? Mein Leben, mein Masterpiece, das kommt nicht in die Hände von irgendwem anders, sondern darüber habe ich die alleinige Verfügungsgewalt, würde ich es mal fast nennen. Ne? Wenn du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Ne? Und das ist ja oft das, wenn Leute in Depressionen reinfallen oder im Arbeitsleben unglücklich sind, dann meistens, weil sie die Macht abgegeben haben, ne? Weil sie einfach nicht mehr das Steuerrad in der Hand haben und jemand anders die Macht über ihr Leben hat. Und das ist das, was uns am meisten Schmerzen im Leben bereitet, wenn wir das Gefühl haben, nicht am Steuerrad zu sitzen und unseren eigenen Weg zu wählen. Ne? Und ich wollte gerade sagen, das, was ihr beide meintet, es ist sehr stärkend und es fühlt sich gut an, die Verantwortung zu übernehmen. Es ist einfach so eine Fülle wirklich, es macht so viel Spaß, dann letztendlich zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung für das, was ich gemacht habe und das, was ich mache. Und auf einmal, das ist wirklich Empowerment, das ist wirklich stärkend, diesen Schritt zu gehen. Und dann kommt mir das so vor, dass es so ein Trainingseffekt ist, rauszufinden, sich zu erinnern, wie gut sich das anfühlt und immer wieder dann den Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich übernehme die volle Verantwortung. Was bedeutet das, wenn ich mich so falte? Okay, ich habe die ganze Verantwortung, ich übernehme die auch. Und dann merkt man, wie viel man immer stärker wird und dann ist es gut, sich zu fragen, wie viele gute Gefühle erlaube ich mir? Wie viele gute Gefühle kann ich aushalten? Weil auch da haben wir uns auf einen bestimmten Standard eingependelt. Und gerade, wo Stefan Depressionen und Ähnliches angesprochen hat, es ist nur ein Standard von einem bestimmten Level an Emotionen. Und da ist es gut, in dem Moment, wo ich mich wirklich darauf fokussiere, was will ich, was fühlt sich gut an, wo gehe ich hin, um das wirklich vor Augen zu haben, das fühlt sich schon gut an. Und damit trainieren wir schon auf ein immer höheres Level an Zufriedenheit und Freude und Energie und Passion auch so hinzukommen und das so Stück für Stück zu übernehmen. Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass es Menschen sehr schwer fällt, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung und rauszugehen. Aber dann zu merken oder sich auch zu erinnern, es fühlt sich gut an. Sofort, nachdem ich es gemacht habe, fühlt es sich gut an. Und dann gehe ich durch diesen Tunnel durch von, oh, ich habe Angst vor dieser Aufgabe und ich will es gar nicht. Es fühlt sich total angsteinflößend an. Ich gehe durch diese Emotion. Wow. Und auf der anderen Seite ist etwas, was ich noch nie zuvor so in der Qualität erlebt habe. Und das ein paar Mal zu durchlaufen, dadurch kommt ganz viel Selbstbewusstsein und dann werden die Quantensprünge immer größer. Und werden dann werden die Schritte auch immer größer. Und kannst du vielleicht, wir sind ja jetzt quasi schon am Ende unserer Stunde angelangt, aber würdest du vielleicht trotzdem nochmal gerade zusammenfassen? Du hast gesagt, das ist so ein 6-monatiges Coaching, wo du die Leute unterstützt, falls es
bei dir jetzt von der Geräuschkulisse geht. Ja. Und vielleicht kannst du sagen, was genau lernen die Leute denn? Also was macht man in diesen 6 Monaten mit den Menschen, damit sie nach diesen 6 Monaten ja vielleicht schon an einem Punkt sind, wo ein Stefan heute ist, wo du heute bist, wo Bastian heute einfach schon mal deutlich weiter ist als viele, die jetzt auf der anderen Seite des Bildschirms sitzen und vielleicht auch noch dahin kommen wollen. Okay, also letztendlich ist es am Anfang ist ein bisschen eine Bestandsaufnahme. Wie ist mein Leben jetzt? Und dann nutzen wir 2 Wochen, also letztendlich sind es 6 Monate. Und das sind immer Videosequenzen, 20-minütige Videosequenzen und dann Audios auch, dass man es unterwegs anhören kann, wo Bob selber lehrt zu einem bestimmten Thema. Und im ersten Moment geht es darum, wirklich eine glasklare Vision zu haben, ein Ziel zu haben, was ich wirklich will mit allem, was dazugehört. Familiär, gesundheitlich, vom Job her, vom Einkommen her, von meinem privaten Leben und so weiter. Und man merkt, wenn man sich das wirklich da eintaucht in diesen Prozess und Dinge aufschreibt, dann gibt es irgendwelche Dinge, die immer wieder da sind, das, was du wirklich willst. Und letztendlich geht es aber dann nicht nur das zu wissen, wo es hingeht, sondern wie komme ich da wirklich an? Weil wir werden Dinge tun, die wir noch nie zuvor getan haben. Und das alles, wenn wir rausgehen aus unserem Käfig, macht erstmal enorme Angst. Und manche haben gelernt, durchzuhauen und dennoch das zu tun. Und andere merken, dass sie dann zögern und zurückgehen und so weiter. Und anschließend geht es um die Lücke zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir tun. Ja, wir wissen doch, dass wir das tun müssen, um erfolgreich zu sein. Warum tun wir es nicht? Aber wir wissen doch, dass es gut ist. Und da die Lücke zu schließen, dass wir wissen, was muss es sein und dann, wie wir unseren Geist nutzen können. Wie können wir unseren Geist nutzen, wie dieses Genie, was in uns ist, um letztendlich diese Resultate zu erleben und so weiter. Und dann werden wir durch verschiedene Schritte durchgeführt und in Alignment, in Harmonie mit diesen Lebensgesetzen, mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung, mit dem Gesetz des Rhythmus, mit dem Gesetz der Polarität und so weiter. Diese ganzen natürlichen Gesetze. Wir wissen, wenn jemand sich von einem Hochhaus da weitergeht, außerhalb dieses Hochhauses, dann wird er runterfallen. Das wissen wir. Und dennoch bestimmte Wissenschaftler, die super intelligent sind, können nicht erklären, wie genau und warum diese Schwerkraft existiert, aber sie existiert und das wissen wir. Und ein Baby weiß es vielleicht im ersten Moment nicht, wenn es was runterfällt, dann oder wenn es loslässt, dann fällt es trotzdem runter, egal ob das Baby das weiß oder nicht. Und das ist gut, sich zu erinnern, alles, was wir sehen, werden wir ernten, alles hat eine Ursache, alles hat eine Wirkung. Und die meisten Menschen denken gar nicht nach. Die meisten Menschen haben mentale Aktivitäten und zerreißen sich in sich selber, sprechen sehr unfreundlich zu sich selber und erreichen letztendlich genau die Ergebnisse. Und da wirklich zu merken, was bedeutet das, im Einklang mit diesen Lebensgesetzen zu leben. Und dann auszusehen und dann wirklich loszulegen und einfach jetzt schon mit dem, was jetzt da ist, kannst du jetzt schon unglaublich viel erreichen. Und dann im nächsten Schritt kommen dann die nächsten Ressourcen. Und jetzt die Ressourcen einzusetzen und zu nutzen und wirklich nach vorne zu gehen, zu handeln und dann durch verschiedene Phasen von emotionalen Höhen und Tiefen einfach durchzugehen und geführt zu werden. So. Das heißt, das, was der Mensch bekommt, ist erstmal am Anfang eine Unterstützung dabei, eine absolut klare Vision zu haben, immer wieder die Ausrichtung auf sein Ziel und ihn auch wirklich über diese Angstschwellen, wo er sagt, oh, hier wird es gerade unangenehm, ihn da durchzutragen, ihm zu helfen, dass er also seinen Möglichkeitsraum deutlich expandiert und sich mit glasklarer Stringenz auf sein Ziel zubewegen kann und dabei quasi in Harmonie zu den allgemeingültigen Erfolgsgesetzen agiert. Genau. Okay. Ja, sehr schön cool. Zusammengefasst. Okay, ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, ich will euch natürlich auch noch unbedingt 3 Sachen mitgeben. Die Nana, also ich verlinke euch das oder vielleicht schreibt ihr das einfach mal selber rein. Die Nana, mit der Nana könnt ihr ein Strategiegespräch führen, um einfach mal zu gucken, ist das für euch was? Ja, das finde ich ist ganz wichtig. Dann will ich euch aber natürlich auch erzählen, auch Bastian und Katja haben eine sehr, sehr geile Sache, die demnächst startet, und zwar die Traumjob-Talentschmiede, glaube ich, heißt es oder so. Also wo es auf jeden Fall darum geht, dass du auch da was ganz Tolles findest. Erzähl mal nochmal einen Satz dazu. Wow, ein Satz. Okay, es geht darum, wie du vom Follower zum Leader deines Lebens wirst. Selbstverantwortung. Perfekt. Genau so ist es. Passt perfekt rein. Und für wen ist das?
Das ist für Menschen, die im Angestelltenverhältnis sind und die an einem Punkt angekommen sind in ihrem Leben, dass sie gemerkt haben, okay, ich mache jetzt immer das, was andere mir sagen, aber ich treffe gar nicht meine eigenen Entscheidungen. Und die dann bewusst Einfluss darauf nehmen wollen, im Job ihre Erfolge auch wirklich zu erreichen. Wenn du Führungskraft werden willst, aber du bist die ganze Zeit keine Führungskraft, wie kannst du das erreichen, dass du Führungskraft wirst? Was musst du dafür tun? Und das sind Dinge, die wir in der Traumjobschmiede mit dir behandeln und lösen, sodass du loslegen kannst. Genial. Es hört sich genau an wie das, was Stefan gerade gesagt hat. Das macht uns unglücklich, wenn wir immer nur fremdbestimmt sind und in unseren eigenen Fesseln liegen. Also sehr, sehr cool. Und Stefan legt natürlich auch mit seiner Sales Revolution nach wie vor mega grandios da den absoluten Tango aufs Parkett. Wenn man da auch noch weiterkommen will, wie kommt man an dich ran? Kann man auch ein Strategiegespräch? Also ich brauche von euch allen die Links. Ich will, dass ihr alle eure Links hier reingibt, damit jeder, der sagt, hey, genau, da will ich mich andocken, auch andocken kann. Also stelle ich gerne rein. Also die Sales Revolution hat tatsächlich jetzt 9 Stationen gehabt. Wir waren in Deutschland, Österreich und Schweiz und haben alle durch. Jetzt sind wir schon in die Advanced Workshops, praktisch die logische Konsequenz daraus. Aber wir haben so ein tolles, positives Feedback bekommen und so wahnsinnig viel Resonanz darauf bekommen. Es sind hunderte von Menschen bei mir gewesen und haben wirklich ihr Leben komplett verändert. Wir haben Menschen, die da waren und sagten, ich bin der totale Verkaufsdepp. Und dann sind sie rausgegangen und verdienen jetzt 5-stellig monatlich. Und das einfach, weil sie ihre Passionen haben, weil sie Verkauf einfach anders, besser machen. Und das gibt es da draußen nicht auf die Art und Weise. Das heißt, wir bringen wirklich Menschen das Verkaufen bei, die vorher überhaupt kein Gefühl dafür hatten und das immer als den absoluten Antichrist für sich selber gesehen haben. Und das ist ganz wunderbar. Also wenn du 2019 dabei sein möchtest, dann schreib doch einfach jetzt hier unten drunter, ich bin dabei, oder melde dich bei mir, Stefan. Also verlink mich da gerne drinnen in dem Live und dann melde ich mich gerne bei dir. Ansonsten gerne auf Facebook mich anschreiben oder auf www.stefanrappenglück.de oder auf sales-revolution.de. Da findest du alle Informationen dazu. Die neuen Termine kommen jetzt im Oktober wieder rein. Wir werden garantiert wieder irgendwo in deiner Nähe sein und dann wäre es sicherlich schade, wenn du nicht dabei wärst. Ich bin wieder stumm und labere wieder begeistert los. Ja, sehr, sehr genial. Ich danke euch da sehr. Ich hoffe, dass jeder von euch auch sich hat inspirieren lassen können, wie Erfolg, also was für Erfolge wichtig ist, dass Visionen wichtig sind, dass genau dieses in Resultaten denken für alle, die auch hier jetzt gerade zu sehen waren, einfach ein ganz, ganz großer Shift war, um zu Ergebnissen zu gelangen, an die man vorher sich vielleicht gar nicht hätte getraut zu denken. Und egal in welchem Bereich ihr euch Unterstützung braucht, bucht euch das Gespräch mit Nana, guckt euch die Talentjobschmiede, Traumjobschmiede, nix Talentjob. Wir sind nicht bei Superstar, sondern wir sind bei den Traumjobs von Bastian und Katja an, die auch extrem genial ist. Und guckt euch die Sales Revolution von Stefan an, um einfach zu gucken, ja, wo ihr sozusagen andockt und wo ihr euch euer Scheibchen des Erfolgs, des Glücks sozusagen abholt, um einfach aufs nächste Level zu kommen. Okay, gibt es von euch noch jeweils einen abschließenden Satz, den ich euch aus den Rippen leiern darf, bevor ich euch alle zu euren Kindern und zum Abend entlasten darf? Loslegen und machen und jetzt Entscheidung treffen und jetzt machen und danach kommt die nächste Inspiration. Achso, es vibriert hier die ganze Zeit mein Handy, weil hier alle schon wieder was von mir wollen. Warte mal ganz kurz. Ich hoffe, du kannst das rausschneiden. So, also, wie ein bekannter Sportartikelhersteller zu sagen pflegt, just do it. Just do it. Dein Leben, deine Regeln. Ja, das ist wie bei Facebook, deine Seite, deine Regeln. Schmeiß das raus, was du nicht brauchst, worauf du keinen Bock hast. Und plötzlich wird dein Leben so viel entspannter, so viel schöner und du hast plötzlich so viel mehr von all dem, was da draußen ist. Das Leben ist so wunderschön. Du musst eigentlich nur nach den Pflaumen greifen, die noch reif und die gut sind und alles andere kannst du links liegen lassen. Also such dir die Sachen raus, die dir wirklich gefallen. Und hey, am schnellsten geht es, indem du dir einen Mentor an die Seite nimmst. Und wenn du das Strategiegespräch von Nana schon kostenlos angeboten bekommst, dann klick doch da einfach mal rein und red mal mit ihr. Die hat da ganz, ganz viel Know-how, was dieses Gradrichten angeht und wirklich in Resultate denken.
Und ja, und such dir das, was du gerade im Moment halt eben brauchst. Ne? Wenn du jetzt wieder versuchst, dein ganzes Leben wieder umzuschmeißen, ist es nicht der richtige Weg, sondern schau mal einfach, was du ändern möchtest, welche Kleinigkeiten in deinem Leben es sind, die ständig immer wieder zu so großen Steinen vor dir werden. Und die, wenn du veränderst, dann verändert sich ganz, ganz viel auf einmal. Aber da wird dir die Nana sicherlich weiterhelfen können. Sehr genial. Ich hätte jetzt bei Dein Leben, deine Facebook-Seite fast geunkt. Denk an die DSGVO. Das lasse ich jetzt einfach mal weg, weil es so ein schöner Schluss ist. Die gibt es ja auch noch. Ne? Also. Dafür gibt es einen DSGVO-Beauftragten, der soll sich darum kümmern. Ich, ja, genau. Darauf habe ich keinen Bock. Ne? Solche Sachen mache ich nicht. Ja, also nehmt die wunderbaren Angebote dieser Experten einfach mal mit in euer Leben. Guckt euch mal an, wie sie euch vielleicht unterstützen können, weiterzukommen, wenn es ja für euch jetzt einfach wichtig ist, den nächsten Wachstumsschritt zu machen. Ich bedanke mich ganz, ganz riesig dabei, dass ihr drei euch die Zeit genommen habt, hier einfach mal von euren Erfahrungen, von eurem Erfolgsspirit, von euren Visionen zu sprechen. Und ja, also wünsche euch und auch allen Zuschauern, vielen Dank, dass auch ihr mit dabei wart, einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns zum Erfolgstalk wieder in 8 Wochen. Also, in diesem Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Ciao, ciao.